So, hallo und herzlich willkommen hier kurz zu einem Video. Und zwar, ja, es ist so eine Art Antwortvideo, so eine Art, ich gebe hier mal meinen Senf dazu Video. Und zwar ist vor dem Video von DJN, ein GTA City Let's Play Part. Ja, mit dem Thema über Schule und Lernen. Und na, ich muss sagen, es gab schon echt viele Videos von ihm, wo ich gesagt habe, dass ich da gerne was dazu, auch dazu gesagt hätte. Aber jetzt ist es echt so weit, dass ich sage, komm, ich nehme jetzt noch ein Video auf. Ja. So, fangen wir gleich mal an. Was er als erstes, was ich, woran ich mich jetzt gerade erinnern kann, ich habe jetzt wahrscheinlich gerade alles auswendig im Kopf, wenn ich dann kurz nachgucken. Thema Hausaufgaben, damit das heutzutage ja nicht mehr den eigentlichen Sinn hat. Ja, wie früher eben, dass man das eben dazu nutzt, das, was man im Unterricht gelernt hat, zu verinnerlichen. Und ich muss sagen, das stimmt auf jeden Fall zu 100%. Ich glaube, inzwischen benutzen Lehrer Hausaufgaben echt zu 90% als Druckmittel, weil ich höre echt fast täglich bei mir in der Schule sowas wie, ne, seid laut und es gibt Hausaufgaben, oder wenn ihr leise seid, gibt es weniger Hausaufgaben oder irgend sowas. Also das ist echt an der Tagesordnung. Oder was er auch angesprochen hat, wenn man was vergessen hat, nicht vergessen, wenn man etwas nicht verstanden hat, das, ne, das ist ja der Tod, wenn du es nicht verstanden hast. Ich kann mich noch erinnern, in der 5. oder 6. Klasse hatten wir einen Lehrer, wenn wir es nicht verstanden haben, sollten wir aufschreiben, was wir nicht verstanden haben, und das wurde dann schon durchgesprochen. Und das war echt gut, muss ich sagen. So, wenn ich jetzt heute zum Beispiel bei, ja, meiner Chemielehrerin Hausaufgaben vergesse, nicht vergesse, nicht verstehe. Also das, ne, ich glaube, die wird mich einfach fetzen mit irgendwelchen Säuren. Also das ist echt, ne? Ja, gleich Strich, Note, Nacharbeit, Verweis, alles Mögliche. Also das ist echt, Druckmittel eben. Beziehungsweise ein Zwang. Nicht mehr dazu da, um das zu machen, sondern einfach, weil sie es können. So, das nächste war, Schulpflicht abschaffen und ja, dass dann die Leute ja selber auf die Idee kommen, eben in die Schule zu gehen und da deswegen dann auch mehr Ansporn haben und auch mal was machen und nicht einfach nur so, nein, nicht schon wieder Schule, scheiß Schule und so. Naja, ich sag nicht, dass das stimmt. Ich sage aber auch nicht, dass es nicht stimmt. Weil ich vermute mal, es gibt kaum jemanden, den ja Schule nicht inzwischen nervt. Also mich zum Beispiel, ich bin jetzt hier 9. Klasse Realschule, für die, die es nicht wissen. Und ich würde echt sagen, ich glaube, es ist halt so eine Sache. Wenn ich jetzt sage, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, nicht mehr in die Schule zu gehen, würde ich sofort machen. Ist das nochmal eine ganz andere Sache, als wenn es jetzt wirklich so wäre. Weil, naja, ich weiß, wie wichtig Schule ist. Ich weiß, wie wichtig Schule ist, und es geht mir am Arsch vorbei, aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, es gäbe echt viele Leute, die dann lieber in die Schule gehen würden. Und ja, es würde auch gescheit was gemacht werden. Allerdings gäbe es auch viele Leute, sagen wir mal 50-50, auch wenn das wahrscheinlich stimmen würde. Ich glaube, es würden mehr Leute wieder in die Schule gehen. Ein paar aus Zwang wegen der Eltern. Ein paar, ja, weil sie wissen, dass es wichtig ist und dass sie da, dass sie später ein Leben brauchen. Und naja, ein paar werden dann eben nicht mehr hingehen, weil sie keine Lust haben. ja, ich denke, dieser ein paar, wenn ich hingehen, dass sie keine Lust haben, Prozentteil wird ziemlich groß. Weil die einfach nicht wissen, was für Konsequenzen das hat, wie ich Jan auch schon angesprochen hatte. Und ja, das wird auf jeden Fall so sein. Deswegen würde ich eher sagen, eine Auflockerung. Es ist so eine Art Auflockerung des Schulsystems. Also nicht, dass es heißt, du kannst jetzt komplett selber entscheiden, du kannst jetzt hier, du kannst jetzt hier so und so oft. Nee. Nicht, dass es heißt, du kannst jetzt in die Schule, wann, wie und ob du willst.
sondern ja, du musst eben zum Beispiel im Monat eine gewisse Stundenanzahl in der Schule sein, als die dann halt unter der ist, der die jetzt ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen im Monat in der Schule sind. Also wie viele Wochen im Monat? Wie viele Schulstunden im Monat mache ich jetzt mal? Schulstunden sind das nämlich so um die Sekunde. Und nochmal 124 Schulstunden. 124 Schulstunden in der Woche. Ach du Heilige. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ich habe das einfach kurz im Kopf gerechnet, das kann es gut sein, damit ich mich verrechnet habe. Also das dann, das weiß ich, 50 Schulstunden in der Woche. In der Woche. Im Monat. Ne? Jetzt ist allerdings die Frage, würden dann mehr sagen, ich muss das jetzt noch in die Schule, dann gehe ich am Rest überhaupt nicht. Oder würden mehr sagen, ja okay, ich weiß, dass es mir was bringt, wenn ich da hingehe. Und dass ich so bessere Noten bekomme. Also Not und so wird alles ganz normal auch so geschrieben. Hm? Ja, die werden dann halt an festen Tagen geschrieben, wo man kommen muss. Und na, ich denke, es gäbe mehr, die sagen, okay, ich gehe jetzt mal hier an dem Tag zum Beispiel zur Schule. Ja, eben um mich jetzt auf die Noten vorzubereiten. So, dann noch die andere Sache wäre ja, Geld für die Schule. Das muss ich sagen, also dass die Schüler bezahlt werden, muss ich sagen, das finde ich echt eine wirklich gute Idee. Also es gab ja schon mal einen Politiker, der das durchsetzen wollte, allerdings das geht in Deutschland einfach nicht. Die Gesellschaft ist nicht dazu veranlagt, sage ich mal, dass sowas passieren wird. Also der wurde dann ja ziemlich fertig gemacht von den anderen Politikern. Fertig gemacht in Anführungszeichen. Von den anderen Politikern. Und, naja. Wo ich allerdings jetzt hinterziehen würde. Gehen wir einfach mal aus, wie das funktioniert. Wo ich jetzt hinterziehen würde, ist Nummer 1. Ja. Ein älterer hätte natürlich weniger Probleme. Und jetzt Nummer 2, was ich auch ein ganz großer Teil wird, ist, es gäbe weniger Scheißereien in der Schule wegen Taschengeld. Also das ist ja echt auch teilweise so, ja, du bist voll wenig Taschengeld, du bist voller Lappen und so, also. Ja, dass sowas dann aufhören würde, wäre, glaube ich, wahrscheinlich auch ein richtig, ja, großer Vorteil. Würde ich sagen, also, ja, manche Familien können sich halt jetzt nicht so viel Taschengeld leihen, ja, Taschengeld leihen. Nein, nicht Taschengeld leihen. Taschengeld leisten. Und, ne, dat, da leiden dann die Kinder drunter, die eben in die Schule müssen. Und dann von den anderen Kindern fertig gemacht werden, weil sie nicht zu viel bekommen. Ja, Kinder sind böse, ich weiß. Also ich fände es auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee. Außerdem, wie gesagt, jeder bekommt gleich und es wäre auf jeden Fall auch viel mehr Eigenpotenzial, kann das so nennen, ich weiß nicht. Man würde es lieber machen. Man würde es auf jeden Fall, man würde lieber in die Schule gehen und man ja, würde lieber auch mal was dafür machen, wenn man dafür bezahlt werden würde. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Dann, ja, bis zum nächsten Video. Bis dann und tschüss.